Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Ich bin euer Big Frank und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich einen alten Kanal habe, Flaps Gaming. Die Videos sind auch noch online, ja, teilweise ja. Aber ich möchte euch die natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt es heute mal ein altes Video aus meinem alten Kanal. Wundert euch also nicht, dass hier gleich Flaps Gaming steht und ich von Flaps Gaming rede und nicht von Big Frank Gaming. Die Videos sind gut und es steckt viel Arbeit in dem Kanal. Und ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich die Videos hier nochmal hochlade. Viel Spaß damit, Freunde! Herzlich willkommen, meine Freunde, bei Flaps Gaming. Hier ist wieder euer Frank und die Zeit vergeht rasend schnell. Hier ist auch schon wieder die nächste Folge mit Wolken. So, wie ihr seht, ich bin hier im Pausenmenü stehen geblieben. Ich zeichne das jetzt garantiert alles an einem Stück auf. Erstens, ich finde das Spiel cool. Wir machen eine lange Session. Und zweitens, ich habe keine Lust, hier irgendwas doppelt und dreifach zu spielen mit euch. Ja, das muss ja nicht sein. Ihr wollt ja auch einfach nur sehen, wie das Game ist. Ja, und was sich entwickelt, wie die Story ist und sowas, ja, und jetzt, wie ich jedes Level 3, 4, 5 mal spiele. So, aus dem Grund netzen wir uns hier auch schon auf der zweiten Ebene des Sphere-Netzwerks. Wir hatten eben in großen Teilen unsere Ausrüstung bearbeitet und verbessert. Ja, damit das Loadout ein bisschen besser wird. Ja, die Gegner werden auf jeden Fall auch sehr. Jetzt echt langsam Acht geben auf die Lebensenergie. Bis jetzt hatten wir nie große Schwierigkeiten, außer ganz am Anfang einmal kurz. I need more power. Ja, aber dieses ganze rumliegende Gift hier, das ist doch schon etwas schwieriger zu handeln dann. Da muss man schon ein bisschen mehr ausweichen. Looten können wir später noch. Könnte es sein, dass ich eine effizientere Maus brauche, die besser in der Hand liegt? So leichten Krampf in der Hand. So zwischenzeitlich. Wir werden auf jeden Fall keinen Loot liegen lassen. Ein Ring. Ich habe eben einen gekauft, jetzt kriege ich einen. Aber egal. Immer zwei Hände. Ich weiß zwar nicht, warum ich an zwei Händen jeweils nur einen Ring tragen kann, aber okay. Normale Menschen haben ja schließlich 10 Finger und nicht 2. Zwar nur 2 Ringfinger, aber man bietet Crit-Trefferchance mehr. Das ist doch ganz cool. Dann setzen wir den auch da rein. Gut, gut. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Ne, nicht wirklich, ne? Dann schließen wir das Inventar und gehen weiter. Ja, ja. Hinterlasst doch bitte mal so ein kleines Feedback, ob 30 Minuten für euch okay sind für so eine Let's Play-Folge, ja? Ich habe immer wieder unterschiedliche Dinge gehört. Ja, die einen finden 30 Minuten ist viel zu lang. Länger wie 10, 15 Minuten könnte man nicht aktiv dabei bleiben. Ja, andere sagen, nee, komm, 30 Minuten, ey, da sehe ich doch gar nichts von dem Spiel. Ja, ich brauche da mal so ein bisschen euer Feedback. Da müssen wir mal drüber quatschen, so ein bisschen. Ah,
der ist auch gut. Aquamarin-Ring. Deutlich mehr Kraftschild und Widerstand auf Element. Ja, ist klar. Elementarwiderstand. Ja, vielleicht besser als kritische Trefferchance jetzt gerade im Moment. Ihr seid doch dämlich, Leute. Entschuldigung, aber die Gegner kommen alle in der Gruppe auf mich zu, umzingeln mich und warten nur auf meinen Flächenangriff. Mir soll's recht sein. Ich brauche in diesen Spielen keine intelligenten Gegner, die mich fertig machen. Aufladungskosten 10. 10 was? Die urzeitliche Essenz ist auch noch voll. Versprochen, vor der nächsten Folge werfe ich mal Google an, guck nach, was diese urzeitliche Essenz ist, ob wir das irgendwie verpasst haben oder so. Vernichtungsrune ist aufgeschrieben. Da können wir eh nicht wirklich was mit anfangen mit der Vernichtungsrune. It's not possible. Ja, die werden schon langsam ein bisschen stärker hier. So. Finde den Bau. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Und von der Gegnermenge her zu urteilen, auf jeden Fall. I can't do that right now. Oh, wir sind gleich schon auf Level 8. Lang dauert's nicht mehr. Aber momentan sind wir echt sehr wehrfähig hier gegen die Gegner. I need more power. Nicht genug Aufladungen. I need more power. Nicht genug Wut. Ja, jetzt kommt wieder das zum Tragen, was ich meinte mit diesem nicht richtig draufdrücken können. Ich habe Schwierigkeiten, die Gegner anzuwählen. Seht ihr das? Ich krieg gar nicht richtig angewählt. Jetzt sterbe ich schon wieder, weil ich vergiftet bin. Das ist doch blöd, sowas. Nee, das ist dann doch ein bisschen demotivierend. Das finde ich scheiße, sowas. Das muss nicht sein.
ich mich gegen Gegner nicht wehren kann. I need more power. Eine magische Körperrüstung und auf Level 8 und ein magischer Schulterschutz. So. Was erhöhen wir als nächstes? So wie es aussieht, macht es Sinn, die Zähigkeit massiv zu erhöhen. Also 10 Punkte auf Fähigkeit. Zurücksetzen wollen wir nichts, aber hier sind wieder diese Kugeln. Projektilschaden, Gesundheit pro ausgegebenem Wutpunkt, Zauberschaden, Kraftschild. Na, ich nehme lieber Gesundheit pro Wutpunkt. Ich glaube, wir sollten da in die Richtung ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, das war auf jeden Fall von der Laufrichtung her verkehrt hier. Das sieht nicht mehr wirklich danach aus, als wenn hier der Bauch von den Viechern wäre. Ist wieder so einer. Ich muss tatsächlich warten, bis die halbwegs ruhig stehen und mich richtig anklicken kann. Das ist natürlich was blöder, ne? Ah, da kriegen wir eine neue Pistole. Ich bin begeistert. 4 bis 19 Schaden. Das ist nicht uncool. Das ist echt nicht uncool. 12 Gesundheit, 2 Gesamtwiderstände. Plus 5% Schaden, ja gut, okay. Zweite magische Schulter. Hier ist noch eine. Von derselben Machart. Ja, also optisch werden wir so langsam, würde ich behaupten. Hier ist noch eine verstärkte Ledertunike, die hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Die sieht sogar noch besser aus, wie die ich gekauft habe. Hä? Hä? Habe ich mich vertan? Ja, ich habe mich vertan. Die, die ich gekauft habe, war die, die ich jetzt angelegt haben wollte. Na gut, aber nutzlos war es nicht, hier runter zu laufen. Was haben wir denn da? Lamellen, Stoffschulterstück. Wir müssen auf jeden Fall schon wieder in die Stadt. Hilft ja gerade nichts. Das ganze Loot müssen wir erstmal wieder loswerden. Wir schleppen zu viel mit uns rum. Zur Sicherheit möchte ich den... Ah, ich habe verschiedene... Nee, weitere Truhenplätze können im Champion von Sturmfallmodus. Ja gut. 20.000 Gold. Kann ich einen zweiten freischalten? Naja, gut, dann können wir eben nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht hätte, hier agieren. Egal, nehmen wir hier 3 Reihen für Waffen, dann Schmuck und Rüstung, die man behalten möchte. Ja, das möchte ich einfach mal behalten jetzt. Verkaufen kann ich den Kram immer noch. So, der Rest kommt gnadenlos weg. Ja gut, den Lebenstrank hätte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen müssen. Alles andere werde ich mit Sicherheit noch mit der Zeit finden.
So. Demetra. Was hat die alte Hexe da wieder? Ich habe 0. Okay. Erfahrung habe ich auf jeden Fall genug mit diesen Sachen hier. So wie es aussieht. Aber ich muss diese seltsame Währung da noch zusammenbringen. Gut, wir gehen auf jeden Fall zurück. Ja, ich blicke noch nicht bei allem so in dem Spiel durch. Aber wie gesagt, euer Feedback ist für mich natürlich wichtig. Nicht nur was... was die Länge der Videos angeht, ich möchte auch von euch ein kleines Feedback haben. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Ja, also ihr habt ja jetzt schon einiges hier gesehen und könnt euch mit Sicherheit schon ein eigenes Bild machen. Vielleicht haben einige von euch es auch tatsächlich selber gespielt. Ja, das Ding hat ja einen riesen Anklang gefunden. Ja, das geht ja so weit, dass tatsächlich der Entwickler die Server online nicht mehr halten kann. Gerade weil die Kapazität zu gering ist. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Hätte man schon in ungefähr abschätzen können, weil das Spiel hat ja von vornherein her sehr, sehr große Wellen geschlagen. Bereits seit der Beta gilt es ja als das bessere Diablo. Mir macht es bisher auch Laune. Gut, es ist optisch natürlich etwas besser. Es ist ja auch neuer, muss man sagen. Bis jetzt... finde ich es auch komplexer als Diablo 3 zumindest. Aber Diablo 3 hat ja auch schon ziemlich viel Zeit auf dem Buckel. Das muss man Diablo natürlich auch irgendwo lassen. Ne? Diablo 4 ist noch in der Entwicklung. Also da können wir uns derzeit noch auf nichts verlassen. Was da kommen wird, wir werden es sehen. Ja, aber ich bin mir sicher, dass Diablo 4 auch wieder ein komplett neues Level wird. Gigantische Viper, die kommen aber normal nicht aus dem Boden, die Vipern. Nicht mal, wenn es magisch verseucht Vipern sind. Durch eine schnelle Todesabfolge kriegen wir scheinbar viel, viel Level auf die Vernichtungsfähigkeit. Ich hätte eigentlich mal gucken können, was das Amulett so bringt, ne? Na gut, jetzt nicht mitten im Kampf, aber... Das war ja immerhin mit goldener Schrift, also zumindest als selten schon mal angezeigt. Ich gehe zwar jetzt nicht davon aus, dass selten schon die höchste Seltenheitsstufe ist, aber... Das finden wir auf jeden Fall aktuell nicht sehr oft. So, schauen wir rein. Plus 12 Wildheit, Heiligschaden auf Zauber... Schattenschaden auf Zauber, Gesamtwert auf Crit. Ja, auf jeden Fall, ne? Dran damit. An den Hals. Zack, zack. Wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht machen würde, ne? So, das Inventar wieder weg. Ich meine, das ist zwar nicht viel, was uns das bringt, aber immerhin. Und direkt rein in die feine Gegnerschar hier. Weil ich glaube ich gerade weniger Probleme mit den großen Gegnern habe als mit den kleinen hier. Die hier eigenes Inventar vernichten. Ist das der Bau? Na, ich schätze.
So that's where the giant one is hiding. His challengers got fried alive. Sein Herausforderer wurden lebendig gebraten. Na toll. Das ist jetzt keine allzu gute Aussicht für mich, ne? Dass da so ein großes Viech draufgegangen ist. Mal eben. Okay. Bevor wir loslegen, nochmal Hände entspannen, einen Schluck trinken und dann geht's los. Wichtig beim Zocken, immer genug trinken, Leute. Ganz, ganz wichtig. Okay. Vor allem für die Mädels unter euch. Trink, trink, trink. Erstmal bekommt ihr dann gut 20.000. Ja, wenn ihr auf Toilette müsst. Und zweitens, dehydrieren ist scheiße. Der nimmt nicht allzu viel Schaden. Ich hätte mir erwartet, dass er mehr Schaden nimmt. Da sagen wir es so, ich hätte es gehofft. Super. Status-Effekt-Schaden. Das ist für mich jetzt gerade gar nicht gut. So, ich sollte vielleicht auch Q drücken und nicht 1. Reines Klicken alleine hilft dir auf jeden Fall nicht weiter. Das kann ich auch so schon mal sagen. Muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, was man tut. Ein bisschen reagieren. Jetzt sucht er noch die Viecher. Jetzt wird es langsam echt unübersichtlich hier. Weg aus der Angriffslinie hier. Mist, jetzt kommen die auch noch mit Gift. Ich muss aus Abstand gewinnen. Sieht so aus, als würden wir es schaffen. Jetzt bist du dran, Freund. Jetzt bist du dran. Jetzt hast du es hinter dir. Who's the Alpha now? Oh, damn. I wish Val had heard that one. Oh. Aua. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so intensiv mit der Maus zu hantieren. Alles nur ganz, ganz seltenes Zeug.
Super, jetzt kann ich wieder aussuchen hier, was ich gerne hätte und was ich nicht gerne hätte. Naja, das Schwert kann ich auf jeden Fall nehmen. Das, als Großschwert ist es dann wieder zweihändig, ne? Ah, das ist natürlich blöd. Nach dem Entsperren kannst du dein Ausrüstungskosmetik-Inventar mit diesen Farben einfärben, okay? Das Großschwert will ich aber, ja, hat auf jeden Fall Frostschaden zusätzlich, ne? 1% Lebensdiebstahl durch Angriffsschaden. Wir lassen es mal drin und probieren es aus. Und hier ist eine neue Fähigkeit. Blutiger Schnitt wirft eine sich drehende Axt in einem Kreis. Um dich herum, welche Schaden zufügt, als auch die Betroffenen bluten lässt. Und das will ich doch auf jeden Fall lernen. Kupferstein und Rubin, okay. Kann ich das, ja, das kann ich direkt sockeln. Defensive 1 heißt plus 9 auf den Gesamtwert des Zerreißungswiderstandes. Und der hier plus 9 auf den physischen Widerstand. Ist auch Defensive 1, ne? Ja. Okay, dann sockeln wir die beiden mal. Die beiden Hosen gefallen mir jetzt. Ja doch, hier ist eine Defensive 3 eigentlich. Ach ja, aber ich kann das nicht mehr entsockeln. Oder ich muss es bezahlen. Nee, nee, dann gehst du in den Verkauf. Das bleibt zur Sicherheit mal erhalten. Berichte in Sturmfall. An Feyerat. Okay, dir verkaufen wir erstmal alles, was wir nicht wollen. Wenn es weg ist. Was ich nicht sehe. Will ich die wirklich? Ja, komm, weg damit. Das lohnt sich später auf dem hohen Level erst. So, ich soll Feyerat berichten. Dann tun wir das doch. Look who's here. I must say, I'm impressed, soldier. When Sandor told me you single-handedly saved the farmlands, I couldn't quite believe it. But here you stand, victorious. Glad I could help. I'll be on my way now. What? Nonsense. Everyone is talking about the hero who stopped the sphere, including the merchant prince himself. He actually wants to reward you in person. Hoho, hör dann. I'm not sure it's a good idea. I would rather keep away from honors. Declining our ruler's invitation is not an option. Go to the palace. The guards will let you in. Das glaube ich jetzt wiederum, dass es keine so gute Idee ist. Not on the list. But there must be a mistake. Check the bees. I must be... So much for keeping a low profile. Val will kill me. Das kann durchaus sein. Erreiche den Thron. Ich würde lieber ohne Waffe hier in den Thron reinmarschieren, ne? Das ist in der Regel gesünder. Meet Merchant Prince Damascus of Stormfall, Keeper of the Sea Jewel, the city and all its people. On behalf of the people of Stormfall, I thank you and hereby name you the champion of the city. Sir? My lord. My lord, I'm glad I could help, but I would really... really like to avoid the champion thing and go back to my daily routine. Your humility honors you, champion. But smile and rejoice with us. Your bravery saved many lives. You made this a day of victory. Look, they aren't even saved. The Sphereers were not attacking. They were fleeing the phenomenon from the deep. Enough! Leave us! My lord?
Now! Yes, my lord. Okay. You saw the apparitions, didn't you? There's more and more of them. You have to warn your people. Not a chance. You can't keep your men in the dark. They aren't prepared for this. I am doing what's best for the city. Mass panic won't do anyone any good. I have allies studying this phenomenon. They will bring me answers. Then we shall act with what little forces we have left. Until then, keep this to yourself if you really want to help the city. No more delays. I should meet with Val now. So, ich bekomme zwei Edelsteine. Alexandrit und Amethyst, das ist okay. Und einen neuen Ring. Ah, mit zwei mit Sockeln sogar. Unterstützungs 3 Sockel und Unterstützungs 2 Sockel. Was bringen die denn auf Unterstützung? 3 plus 7 Gesamtwert Crit-Chance und 2 Gesamtwert der kritischen Trefferchance für Zauber. Und hier bringt 2 Willenskraft-Regeneration und 3 Transferzeitsenkung zwischen Willenskraft und Wut. Ich kann mir nur einen aussuchen. Dann sollte ich Unterstützung 2 haben. Für 10% auf Gesamtwert der kritischen Trefferchance. Jep. Halte ich für sinnig. So. Inventar kann ich leider nicht verschieben. Okay. Den sockele ich da rein und dann setze ich den gegen den Aquamarin her. Ja, ja, das halte ich so für sinnig. Den anderen Edelstein tue ich jetzt noch weg. Aber ich bin schon wieder Level aufgestiegen. Ja. Gut, wo können wir weiter erhöhen? Ja, Gesundheit und Kraftschild, ne? Beweglichkeit ist aber auch wichtig, ne? Angriff pro Weisheit, Gesamtchance, Status-Effekt, Angriff, Status-Effekt, Zauber. Dann geben wir diesmal auf die Weisheit ein bisschen was. Ich denke, es sollte sich relativ die Waage halten. Anstatt nur der böse Hau drauf zu sein. Noch mehr Widerstände und Regeneration, damit wir gleich hier den zweiten Wind freischalten können. Plus 1000% Gesundheitsregenerationsrate dann. Ja. Das klingt sinnig. Bestätigen wir das. Und gehen raus. Ah, ich sehe gerade, bevor wir uns jetzt mit Val treffen und die Sachen wegbringen, ist die Folge ja eigentlich auch schon wieder zu Ende. Wow, es geht schnell heute. Die Zeit rast, das Spiel ist gut. Ja gut, die Folge ist zu Ende. Links und rechts seht ihr ein Video. Ja, andere tolle Inhalte. In der Mitte das Kanallogo, wenn ihr da draufklickt. Euch kostet es nur einen Klick. Ihr abonniert den Kanal und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Würde mich freuen, wenn ihr es macht. So, und vor der nächsten Folge gehe ich jetzt noch schnell ein bisschen Inventar ablegen. Und dann sehen wir uns wieder.